Ja, Christian Slater spielt normalerweise ja mehr so die harten Typen und sowas. Ne? Wir haben vor kurzem ja als Soldier of Fortune vorgestellt. Jetzt gibt es einen Film, da spielt er mal eine ganz andere Rolle. Ja, richtig. Nämlich einen ziemlich einsamen und etwas eigenbrötlerischen Büroangestellten, der auch so unter Wahnvorstellungen auch leidet. Ne? Ja, und spricht mit seinen Fischen zu Hause im Aquarium und so. Ja. Und vor allem eben auch einen Amoklauf plant, weil er frustriert ist. Wir erzählen gleich ein bisschen mehr dazu, ne? Hier ist mal ein kurzer Eindruck. Ja, und der Film heißt, sollte man vielleicht auch noch sagen, Amok, he was a quiet man. Richtig. Früher war es einfacher. Da wusste ein Mann, was es heißt, ein Mann zu sein. Wenn er Unrecht sah, wehrte er sich. Seine ganze Art zu leben bereitete ihn auf unausweichliche Konfrontationen vor. Aber dann geschah etwas. Ein Mann durfte sich nicht mehr gegen das Unrecht auflehnen, das ihn umgab. Das ist eine Krankheit. Und dagegen hilft nur jemand, der begreift, was auf dem Spiel steht. Hat jemand McConnell gesehen? Jemand, der aufsteht wie ein echter Mann und etwas gegen die Ungerechtigkeiten und Unwille auf dieser Welt unternimmt. Vielleicht. Das ist meins. Lassen Sie das, geben Sie das wieder her. Heute. Komm schon. Jetzt gleich, noch vor der Mittagspause. McConnell. Wow, sehen Sie sich das mal an? Ja. Alles okay, alles okay. Hast wieder gekniffen, oder? Ich habe nicht gekniffen. Das Timing hat nicht gepasst. Ihr solltet froh sein, dass ich es heute nicht getan habe. Denn wer sollte euch sonst jetzt füttern? Wen interessiert das Futter? Hauptsache, die krepieren endlich. Denn von heute an will ich wissen, was Bob McConnell denkt. Und zwar jeden Tag als Vizepräsident der Abteilung für kreatives Denken. Die Kugel hat in ihrer Wirbelsäule gesteckt. Wollen Sie damit sagen, sie ist... gelähmt, ja. Komm her. Du brauchst nur den Mut, das Richtige zu tun. Und was ist das Richtige? Was dein Herz dir sagt. Wenn Sie eine Knarre hatten, warum haben Sie sie erst benutzt, als er aufgehört hat zu schießen? Hören Sie denn nie auf? Ich habe nichts zu sagen. Mir geht es gut. Aber mir nicht. Ich bin es nicht. Ich bin es nicht. Ich bin der Held. Ich war es, der Coleman erschossen hat. Sie sind es, Bob. Sie sind der, der Hilfe braucht. Nein. Nein, nein, nein. Nein! Ich war das nicht! Ich war das nicht! Ich bin nicht derjenige, der ein Problem hat! Ich brauche keine Hilfe! Dein Herz und deine Seele sind es, was ich brauche. Glauben Sie allen Ernstes, eine Frau wie Vanessa würde sich einen Mann wie Sie nehmen? Geben Sie einfach zu, dass Sie es sind, Bob. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich das getan habe. Wie hätte ich sonst eure Aufmerksamkeit erregt? Ja, also die Geschichte, dass sozusagen jemand plötzlich so einen Amoklauf plant, weil er irgendwie frustriert ist von Job und von Gesellschaft, das erinnert so ein bisschen an Falling Down, ne? Michael Douglas. Dann alles zusammenschießt. Naja, so. Aber ist dann doch ein anderer Film, den wir hier haben. Er hat zwar diesen Titel Amok, aber im Grunde ist es ja nicht er, sondern sein Arbeitskollege, der einen Amoklauf veranstaltet. Und er hatte zwar auch einen geplant, aber weil er jetzt letztendlich denn nur den Amokläufer, den Kollegen abknallt und sonst niemanden, gilt er als plötzlich als Held. Ja, genau. Er wird als Held dargestellt und sagt, ja, er hat uns mehr oder weniger alle gerettet. Oder zumindest die paar, die überlebt haben. Ja. Weil er den Amok-Schützen jetzt umgebracht hat. Ja. Dabei hat er genau dasselbe vorgehabt. Ne? Ja, genau. Ja, und er wird dann zwar so quasi als eine Art Held gefeiert, aber so richtig glücklich wird er damit ja auch nicht. Ne? Nee. Und insofern bleibt es trotzdem eine Geschichte eines Mannes, der einfach scheitert. Das ist, das ist einfach eine arme Sau, kann man sagen. Ja, ist einfach krank halt und kommt halt auch weiterhin mit der Gesellschaft nicht klar. Nee. Seine Arbeitskollegin, in die er so ein bisschen verschossen war, wird bei diesem Amoklauf von dem Kollegen schwer verletzt, ist dann auch querschnittsgelähmt. Ja, und dann gibt es so eine Art Liebesromanze, würde ich fast sagen. Ne? Ja. Zwischen den beiden. Ne? Na ja, aber man kann sich
vorstellen, dass es dann auch nicht so... Nicht wirklich hinhaut. ...ein schönes Ende nimmt. Ja, es ist... er ist ein armer Kerl. Ne? Mhm. Ja, Christian Slater liefert hier wirklich eine tolle Vorstellung ab. Weil er, also erstmal ist er ja unglaublich hässlich zurechtgemacht. Den haben sie so verschandelt, den habe ich gar nicht wiedererkannt. Ne? Das ist unglaublich. Ne? Hässliche Zähne und so, dann so eine... Ja, so eine Frisur, wie so ganz komisch, die blöde Brille auf und so. Also wirklich. Da muss man echt dreimal angucken, bis man den erkennt. Und er ist, wie gesagt, man merkt eben, dass er ein bisschen durchgeknallt ist, weil er sich immer einbildet, seine Fische würden sprechen mit ihm, die im Aquarium rumschwimmen und so weiter. Also er hat schon eine kleine Meise irgendwie, ne? Mhm. Genau. Ja, der Film ist ja eine Wunschkritik und von Marcel, ein Zuschauer von uns, hat uns das geschickt. Danke dafür. Und er sagt, es ist einer seiner absoluten Lieblingsfilme. Das kann ich jetzt nicht so recht verstehen. Ich fand ihn interessant. Interessant ist auf jeden Fall. Er fängt auch gut an, lässt aber leider dann nachher so ein bisschen nach. Ne? Ja, das ist das Problem. Ich hatte eben doch eher erwartet, dass es eben eher so wie Falling Down ist. Aber so ist es dann eben doch nicht. Das ist eine andere Richtung. Ja, aber Falling Down, Michael Douglas, da spielt er ja einen viel härteren Typen, der dann da nachher nichts mehr kennt und alles zusammenschießt und zusammenschlägt, was ihm da zwischen die Finger kommt. Ja. Das hatte ich bei dem Film halt auch so ein bisschen erwartet. Ne? Ja. Und tja. Deswegen ist jetzt hier der Titel Amok, der ist eigentlich so ein bisschen verwirrend, weil das ist eigentlich, das ist jetzt nicht das, also es geht am Anfang, ist es zwar ein Amoklauf, aber das führt jetzt eigentlich in eine falsche Richtung, dieser Titel. Ne? Also er heißt ja im Original, heißt er ja nur He Was a Quiet Man, also er war ein stiller Mann. Und das passt eigentlich schon eher. Das passt besser, ja, finde ich auch. Genau. Mhm. Ja, an Extras hat er gelöschte Szenen, den Trailer und eine Bildergalerie. So. Dafür würde ich dann den Extras 4 Punkte geben. Wie gesagt, der Film fängt gut an, lässt dann nachher leider ein bisschen nach. Dann gibt es auch leider nur 6 Punkte von mir. Ja, ich gebe dem Film auch 6 Punkte und den Extras gebe ich 4. Ja. Mhm. Also, vielen Dank, lieber Marcel, danke schön, dass du uns das geschickt hast. Mhm. Und vielleicht haben wir ja einige andere Leute für diesen Film interessiert. Ja. Mhm.